So, da kann es schon gerade weitergehen. Ja, ich bin auch endlich da. Schön, dann kann man ja mal ein paar Sachen jetzt machen. Ja, wie du gerade sagtest, während wir nicht aufgenommen haben, mein Aufnahmeprogramm braucht eine ganze Menge Speicherplatz auf der Festplatte, deins weniger. Genau. Aber was Ressourcen angeht, da kann ich gar nichts zu sagen, weil ich habe der mehr als genug. Also, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich habe noch keinen anderen Rechner gesehen, der über 64 GB Arbeitsspeicher verfügt. Mein Abgerauchter, der hatte das auch, aber ja. Aber der ist halt abgeraucht, ne? Ja, leider, weil Kaffee drüber gelaufen ist. Oh, wie kann man denn da Kaffee drüber laufen lassen? Ich hatte meine Tasse hier stehen und da war nicht darauf vorbereitet, dass jemand reinkommt und gegen den Schreibtisch läuft. Oh Mann. Ja, Tasse umgekippt und voll, aber genau in die Lüftungsschlitze rein, ne? So richtig schön. Aber das ist doch eigentlich ein Haftpflichtschaden. Ja, aber Versicherung hat gesagt nein. Warum? Weil die Tasse zu weit am Rand gestanden hat und es vermeidbar gewesen wäre. So haben die den Schaden damals abgelehnt, weil es vermeidbar gewesen wäre. Ja gut, ein Blitzschlag ist auch vermeidbar, wenn man einen Blitzableiter hat, ne? Ja, aber da ein Blitzleiter ja keine Pflicht ist in Deutschland, ist es wieder was anderes, ne? Das weiß ich nicht. Ja gut, es ist auch nicht Pflicht, die Kaffeetasse in die Mitte vom Tisch zu stellen, oder? Ne, mein Problem war einfach nur, dass ich Halterungen habe, um eine Tasse reinzustellen. Aber da stand mein Glas drinne. Also war es nicht da drinne. Also das war wirklich abenteuerlich, wie die da begründet haben, dass sie das nicht übernehmen. Also, ja. Ja, so ein Rechner kostet ja auch mal nichts, ne? Den kann man sich mal gerade so neu kaufen. Also zu dem Zeitpunkt, also ich sag mal so, hätte ich den im Laden gekauft, wäre ich bestimmt 4.500 dafür losgeworden, ohne Probleme. Da komme ich hier mit meinem nicht hin. Wenn ich den neu kaufen muss, dann bist du fast 8.000-9.000 Euro quitt. Ja. Bei meiner Heilung ist ein heiliger Ort für die Bosse. Ja. Vielleicht sollte ich den hier dann verlosen. Ich bekomme jetzt auch wahrscheinlich einen neuen. Der ist ja um Längen besser als das, was manch anderer so anzubieten hat. Warte mal, müssen wir hochnähen, ne? Unten, ja. Unten. Unten, unten. Kein Grund zur Sorge. Und der Schummler ist schon wieder weiter. Ich habe wenigstens vorhin auf dich gewartet, weißt du? Nee, du rennst direkt weiter. Wieso? Ich warte doch, ich stehe doch hier. Ja, jetzt überhole ich dich. Dreimal so schnell wie du. Na, ja, jetzt doch nicht mehr. Aber Raketenschub hat diesmal ziemlich lange gehalten. Apropos Raketenschub, warte mal ganz kurz. Den kriegt man im Vermächtnis freigeschaltet. Und zwar, wo gibt's den? Unter Sonstiges, ne? Sonstiges, ja. Hier ist er, Raketenschub. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Kostet zusammen ungefähr 2 Millionen, soweit ich weiß. Also Raketenschub selber 1 Million und die beiden Freischaltungen jeweils nochmal 500.000. Ja, oder umgerechnet 360 Kartellmünzen. Ja, das geht auch, ja. Wenn man es darüber machen will, ne? Weil man immer danach gefragt wird. Oh, hier gibt's ein Gespräch. Guck mal, direkt vor der Tür. Wie praktisch. Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Ich bin hinter dir. Ich komme. Ah, da kommt er angelatscht. Das kann man, glaube ich, sogar zusammen machen, ne? Nee. Verzeihung, ich suche nach den Kammern der Traumwandler. Ihr habt die Prüfung bestanden. Ihr dürft nicht frei erforschen. Die Kammern sind für Traumwandler. Ich bin ein Traumwandler. Vergebt mir. Viel Erfolg bei euren Untersuchungen. Ich lasse euch in die Kammern eintreten. Nehmt, was ihr wollt. Ja. Gut, nehmen wir, was wir wollen. Wir könnten übrigens mal langsam wieder neue Gefährten kriegen. Ja, bin ich auch für. Obwohl ich Ashara ziemlich gut fertig gemacht habe. Die hat jetzt so ein Stripper-Outfit an. Finde ich ganz gut. Wie kann man der denn jetzt noch ein Outfit anziehen? Achso, du hast Fallen Empire noch nicht gestartet, stimmt. Ja. Dieses Wissen ist verboten. Ich nehme an, ihr seid eine Art Vossgeist. Ich bin ein Wächter. Ihr sucht das Geistheilungsritual. Es ist verboten. Ich spüre eure Krankheit, den Preis der Leidenschaft. Ich werde nicht helfen. Verboten. Ihr werdet mich das Ritual lehren. Werde euch das Ritual lehren.
Im dunklen Herz der Albtraumlande gibt es einen Traumstein. Er verwandelt Albträume in Fleisch und Blut. Ganz langsam. Was ist ein Traumstein? Und was macht er mit Albträumen? Der Traumstein ist der Traumstein. Er ist einzigartig. Die Albträume sind die Krankheit. Besiegt er die Albträume, besiegt er die Krankheit. Ein Gormak muss gehen. Ein Gormak muss den Traumstein benutzen. Wozu brauche ich einen Gormak? Was hat das mit dem Stein zu tun? Der Gormak speist den Stein. Der Stein verwandelt die Albträume. Der Voss tötet die Albträume. Der Stein heilt den Voss. Die Gormaks wandeln in ihren Träumen. Das ist verboten. Und doch die Wahrheit. Warum ist den Gormaks verboten, Traum zu wandeln? Die Gormaks sind der Feind. Die Gormaks sind keine Voss. Die Gormaks werden verschwinden. Verliert kein Wort darüber. Sichere Reise. Mein Sith Lord, die Voss wollen mich zwingen, den Planeten zu verlassen. Ihre Kommandos zerstören meine Forschung, nur weil ich euch geholfen habe. Ich will nicht mehr Ärger als notwendig verursachen. Versucht sie zu besänftigen, bis ich ankomme. Danke, mein Sith Lord. Das sind 20 Jahre meines Lebens. Hände weg! Ich hab den Voss behalten. Hm. Welchen Voss? Hm. So, fertig. Okay. Hast du schon das Holo-Terminal benutzt? Ja, das hatte ich benutzt direkt im Anschluss. Ach so, dann habe ich dir dazwischen gequatscht, Entschuldigung. Nee, alles gut. Ach, wie ätzend. Ein Gormak, was? Hände weg von meiner Forschung. 20 ja. Jahre meines Lebens. Ich dachte gerade so, boah, geil, geht das gut und schnell hier voran, ne? Ja, und dann kommen die jetzt mit so einem fucking Gormak um die Ecke, ne? Ja, ich habe auch gedacht, jetzt Albtraumlande, fertig mit Voss, aber nee. Aber davon ab, wir müssen ja auch gar nicht so schnell fertig werden, oder? Nein. Wie gesagt, Voss ist ein schöner herbstlicher Planet, da kann man schon einiges mit anstellen. Ja. Ich bin schon mal mit Schnellreise vorgereist, ne? Wohin? Zu Atelis Kallis. Ach du, ja, Mann, und ich laufe hier durch den Schrein der Heilung wie so ein Trottel. Okay, ich benutze auch mal die Schnellreise. Ja. Ach, gut gestreckt ist halb geschlafen, oder wie sagt man? Das stimmt. Ja. Das war dann jetzt gerade mal nötig. Deswegen diese komische Stimme. Ja. Atelis Dingster, da waren wir doch erst. Ja, das ist die komische Sis-Tante, die nicht mit mir was starten will. Ach so, die... Die Verheiratete. Die Verheiratete, ja. Die extra darauf betont hat, dass sie glücklich verheiratet ist. Ja. Mit wem eigentlich? Und warum, seit wann dürfen Sith heiraten? Ach ne, die Jedi durften keine Beziehung führen. Die Jedi dürfen nicht heiraten, ne? Das ist ja blöd. Voll die katholischen Priester, die Jedi. Bei Jedi ist nur Handbetrieb angesagt. Deswegen haben die so glitschige Lichtschwertgriffe. Boah. Der ist wieder eklig.
Ihr seid nicht umgekehrt. Das ist eure zweite Warnung. Sichere Reise. Ihr greift nicht einfach meine Machtbasis an und wünscht mir dann eine sichere Reise. Ihr habt keine Machtbasis auf Voss. Geht es schon wieder? Was habt ihr getan? Ihr könnt nicht einfach einen Voss töten. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Mühe es das Imperium gekostet hat, dass uns dieses Volk freundlich gesonnen ist? Wir müssen hier aufräumen, bevor jemand nach ihnen sucht. Und ihr solltet hoffen, dass niemand gesehen hat, wie sie hergekommen sind. Werft sie raus und überlasst sie den wilden Tieren. Die Voss sollen glauben, dass sie angefallen wurden. Ja, mein Sith Lord. Hoffen wir nur, dass niemand die Brandspuren an ihrer Kleidung bemerkt. Ich studiere die Voss seit 20 Jahren und ich denke, ich habe das eine oder andere verstanden. Ich verstehe die Albtraumlande, aber ihr müsst einen traumwandelnden Gormak finden und einen Traumstein aktivieren, um Albträume zu bekämpfen? Vergesst den Teil nicht, in dem die Albträume in Fleisch und Blut übergehen. Ja, natürlich. Hör zu, es tut mir leid, ich begreife das einfach nicht. Ein traumwandelnder Gormak, der Albträume bekämpft? Was wäre das? Ein Gormak, der die Macht nutzen kann? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, geschweige denn, wo ich einen finde, der das kann. Nach meinem Verständnis ist Traumwandeln ein Machtritual. Hilft das? Nicht viel. Eines kann ich euch sagen. Die Gormaks hassen die Voss und sie benutzen die Macht auf keinen Fall. Sie nennen die Voss-Mystika Albträume. Das, was der Rolle der Mystika am nächsten kommt, sind ihre Schamanen. Ende des Kapitels, Ende der Geschichte. Was meint ihr damit? Die Schamanen haben eine ähnliche Rolle wie die Mystika. Genau das. Sie haben nicht die besonderen Fähigkeiten der Mystiker, aber sie sind so etwas wie spirituelle Anführer. Moment, was ist das? Es gibt eine mysteriöse Gormak-Legende von einem Schamanen, der im Schlaf fremde Orte besucht hat. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber tief im Gormak-Gebiet gibt es einen Versammlungsstein. Wenn ihr in der Nähe Traum wandelt, findet ihr vielleicht noch einen Wandler. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr helfen kann, mein Sith Lord. Nichts für ungut, aber diese ganze Machtgeschichte ist total verrückt. Da drinnen muss mal jemand aufräumen, ey. Geht ich finde das jetzt aber seltsam. Die hat gesagt, diese ganze Machtgeschichte ist irgendwie verrückt. Ja. Verstehe ich nicht. Damit hat die uns als verrückt bezeichnet. Nee, die hat nicht uns als verrückt bezeichnet. Die findet diese Machtgeschichte verrückt. Dabei ist sie doch aber eine Sith. Die sollte das doch eigentlich verstehen. Ja. Oh, wie konntet ihr die Voss nur töten, mein Sith Lord? Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Ja, was haben wir getan? Wir haben denen auf die Schnauze gehauen. Wo bist denn du? Erst beschwert sie sich, dass sie... Was? Zum Taxi? Erst beschwert sie sich, dass die ihre Forschung zerstören, dann zerstören wir die und auf einmal sagt die dann, oh, das war jetzt aber Mist, was ihr da gemacht habt. Komisch. Die Alte ist so zwiegespalten, ey. Am besten wirklich Lichtschwert, aber auf Schlachtfeld, ey, gegen die Republik. Ja, sag ich ja. Naja, wenn man schon verheiratet ist, ist der Verstand sowieso schon vernebelt. Gegen sexuelle Frustration mit dem Lichtschwert voran. Jetzt lang lebe die Emanzipation. Genau, lang lebe sie. Lang lebe sie. Ich habe übrigens noch eine super Idee für eine Videoreihe in Star Wars. Bitte wählen Sie ein. Ist mir gerade eingefallen. Aha. Muss ich nachher mal machen. Okay. Fernglas und Suchdroide. Dieses ätzende Quest und danach die Force-Scout-Rüstung, nicht Force-Scout, sondern die Schreckensaat-Rüstung suchen.
Das kann man doch auch mal gut machen, oder? Ja. Ich glaube, die wenigsten haben die wirklich komplett. Die Schreckensaal und die Sternensuperrüstung. Das mag gut sein, ja. Außenposten Skyline. Da bin ich hingereist. Da gibt's noch schöne neue Quests. Wo steckst du? Ich bin unterwegs. Ah ja, unterwegs ist immer gut. Unterwegs ist immer gut. Ich find's immer noch schade, dass das BioWare das nicht hingekriegt hat, dass man die Storys hier auch zusammen machen kann. Ja. Immer dieses getrennt durch die Gegend laufen, das Gepunkte in den Chat, damit man weiß, wann man fertig ist. Aber ich hab im offiziellen amerikanischen Forum geguckt. Hatte BioWare auch ein bisschen was dazu geschrieben gehabt. Ja, was denn? Und da stand auch definitiv drin, dass sie an einer Lösung arbeiten, um das gruppentauglicher zu machen, die Storyline. Na, dann ist es trotzdem schon zu spät. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Jo. Also, bis morgen, Leute. Bye, bye. Ciao.